an alle für den nächsten Talk. Systeme der Macht und des Unrechts aufdecken. Systeme der Macht und des Unrechts existieren überall. Alle hassen sie. Diese Leute haben sich mit diesen Systemen seit 5 Jahren beschäftigt. And they are an institution for arts, politics, whistleblowing. Sie sind eine Institution für Kunst, Politik, Whistleblowing. I forgot. Und das letzte habe ich vergessen. Hier für den Talk Tatjana und Lieke vom Disruption Network Lab. And while I'm here, sorry. Oh, just yes. A quick mention, the talk. Eine schnelle Erwähnung dieser Subtitles by our great subtitle angels. Thank you very much. So, thank you very much. We are really dieser Talk wird auch übersetzt ins Deutsche. Danke. Danke, schön, dass ich hier bin. Tatjana Bastichelli ist mein Name und mit mir ist Lieke Plucher. Sie leitet das Community-Programm des Disruption Network Labs. Wir möchten eine etwas lange, aber hoffentlich nicht zu langweilige Präsentation, denn wir möchten wirklich sehr gerne die verschiedenen Punkte verbinden in unserer Arbeit. Deswegen versuchen wir zu beschreiben, was wir tun, als eine Verbindung von verschiedenen Praktiken. Wir arbeiten mit kulturellen Aspekten, mit Whistleblowing, mit Kultur, mit Politik und versuchen sehr vorsichtig zu sein und uns eng anzulehnen an sozialer Gerechtigkeit. Wir sind ein Konferenzprogramm in Berlin. Normalerweise versuchen wir, Leute einzuladen, die diese Dinge willkommen heißen, aber wir versuchen aber auch gut vorzubereiten vor jeder Konferenz und wir möchten über die Entstehung unseres Programms ein wenig etwas präsentieren und über unsere Arbeit in den letzten 5 Jahren und auch davor berichten. Also fangen wir an mit etwas, was nicht angeht, natürlich. Die großartige Technik, der große Technikaspekt, alles funktioniert, außer beim ersten Mal. Ja, also das ist immer der Punkt, wenn man auf einem Event ist, dann funktioniert Technik nicht, aber hier sind wir. Okay, also zurück zu etwa einer Zeit vor 19 Jahren, es geht also nicht nur um 5 Jahre. Und ich möchte gerne dieses Bild bringen, denn wir sind nämlich auch hier, weil wir an bestimmte Praktiken glauben und an das Netzwerk auch, das diese Praktiken hervorbringt. Und hier ist es so, dass das Hack-Meeting in Italien, in Rom im Jahr 2000, mein zweites Hack-Meeting. Ich bin Italienerin, wie ihr euch vorstellen könnt. Und es war eine großartige Situation damals. Eine Gruppe versuchte, die Verbindung herzustellen zwischen Hacking und Kunst. Und die Frage ist, ist Hacking politisch? Denn nicht alle Leute damals dachten wirklich daran, dass es diese Verbindung zwischen Kunst und Hacking gibt, denn Art, die Kunst, ist immer in einem bestimmten System definiert. Was wir versuchten, war, das System zu öffnen, insbesondere das kulturelle System, und zu zeigen, dass Hacking auch eine Haltung sein kann, die sich mit der Gesellschaft und Kultur auf verschiedene Richtungen verbindet. Und das ist also, was einige von uns getan haben, nicht alle. Wir waren also hier in Rom bei diesem großartigen Ereignis. Und dann mein erstes internationales Meeting war tatsächlich beim CCC, das Chaos Communication Camp 2003. Das war auch das Jahr, in dem ich nach Berlin umgezogen bin. Wir sind also jetzt in Berlin. Und damals hatte ich eine andere interessante Diskussion. Das Camp war damals noch sehr viel kleiner und es war auch eine sehr interessante Zeit, denn es war wirklich der Anfang, wenn man so will. Wir hatten großartige Kontakte und dann hatte ich das gegensätzliche Problem in Deutschland, denn vorher waren die Leute nicht wirklich so, dass sie Hacking als politisch angesehen haben, wie hier beim
CCC. Meine Aufgabe, mein Bestreben war immer, das zu zeigen, was auch Teil der Wurzeln des CCC ist, wenn ihr an die Arbeit von Wahr Holland denkt. Ich muss mich auf Wahr beziehen, denn er ist ein großartiges Beispiel dafür, wie es möglich ist, Hacking in die Gesellschaft einzubringen. Und heute sehen wir, dass wir sowohl den Kunst- und Kultur-Track als auch den Politik- und Gesellschaft-Track. Also es haben sich Dinge entwickelt und es gibt natürlich auch den Kunst-Track beim CCC damals, aber es gab damals weniger Austausch über Politik. Und das Schöne ist, dass es also jetzt mehr geworden ist. Ich dachte, dass es mehr werden sollte. Denn inzwischen reden viele darüber, aber wir müssen immer versuchen, nicht einfach uns in das technologische Feld zurückzuziehen. Und wir müssen sehen, was passiert, wenn wir uns öffnen, uns mit Kultur und Kunst und Gesellschaft verbinden und etwas wirklich Konkretes zu haben, das über die Technologie und das Digitale hinausgeht. Ja, also ein Sprung nach vorne in der Zeit. Ja, immer noch in der Vergangenheit, aber ein großes Stück nach vorne, über den Austausch zum Thema Whistleblowing. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Verbindungen herstellen möchte, denn dies ist eine wirklich sehr schöne Installation, die Chelsea Manning Initiative, die sich in Berlin gebildet hat, und sie haben sehr viel gearbeitet, um Chelsea Manning zu unterstützen, selbst bevor sie, als sie noch Private Manning hieß, und es gab nicht genügend Talks über Whistleblowing. Nicht viele Leute reden über Chelsea Manning, dachten wir, und naja, der Wunsch ist, die Debatte darüber auszuweiten, denn damals in 2013, im Jahr 2015, war dies ein großes Thema, das wir bearbeitet haben. Und warum reden jetzt nicht mehr so viele Leute über Whistleblowing? Das ist eine Frage, die ich gerne hier aufbringen möchte. Wir sollten diese Leute nicht vergessen. Denn selbst wenn ihr wisst, dass damals das Thema sehr heiß war, Chelsea Manning war im Gefängnis und Assange ist im Gefängnis. Viele andere Whistleblower sind im Gefängnis. Wir haben also den Bedarf und die Pflicht, diese Leute zu unterstützen und eine offene Gesellschaft anzusprechen, auch in Bezug auf Informationsfreiheit. Das ist also mein Wunsch, dass wir in 4 Jahren, wenn ich hier zurückkomme, wieder diesen Diskurs haben werden. Noch eine wichtige Sache, ein Podium, das in der Transmediale 2014 stattfand, als ich dieses Festival kuratiert habe. Und das möchte ich hier anbringen. Das war ein Podium mit Jake Applebaum, Laura Poitras. Wir haben die Auswirkungen von Kunst und Beweisführung diskutiert. Und ist Whistleblowing eine Kunstform? Können wir Whistleblowing als ein Werkzeug zur Veränderung der Gesellschaft einsetzen? Also das war sehr wichtig und the realm of evidence are something very technical and to bring also nehmen wir die Beweisführung und bringen wir es vom Technischen ins Kulturelle. Also da möchte ich mich darauf beziehen, denn das ist etwas, eine wirklich wichtige Inspiration war. Und jetzt möchte ich in diesen Bereich gehen und über die Störung sprechen. Denn das, was wir tun wollen, ist, eine Feedbackschleife herzustellen, die den Diskurs zwischen Art, Politik und Störung herstellt. Und dieses Thema kommt aus der Geschäftswelt und wir nehmen das. Im Geschäftsbereich geht es, im kommerziellen Bereich geht es darum, Markteinführungen zu machen. Wenn wir das aber in den kulturellen und politischen Bereich einbringt und über Hacking nachdenkt, dann könnt ihr euch vorstellen, Situationen, in denen wir uns in ein geschlossenes System einbringen wollen, das so etwas nicht erwartet. Und das ist auch der Punkt mit Whistleblowing. Und eine ganz interessante Diskussion, die sich auch kunstgeschichtlich beziehen lässt auf das Unerwartete, das durch die Avantgarde vor vielen, vielen Jahren kreiert wurde, in einem System, das geschlossen war, das sehr definiert war.
Das Disruption Network Lab startet 2013. Wir haben das angefangen als Konzept und damals, und wir fanden, dass Störung sehr wichtig war, aber wir brauchten auch ein Netzwerk und ein Labor, und wir definierten dies, indem wir den Schnittpunkt von Politik, Technik und Gesellschaft uns anschauten und die falschen Verhaltensweisen bloß aufdecken. Und im April 2015 hatten wir etwas, möchte ich hier wieder im Diskurs zurückgehen, zum Thema Whistleblowing. Die erste Keynote, das wir hatten, war Brandon Bryant. Ich möchte also auch daran erinnern, an diese Person, denn damals, 2015, war er sehr populär. Aber wir müssen immer noch daran denken, welchen Mut viele Whistleblower, die damals sprachen, hatten. Insbesondere die Drone Whistleblowers, denn das ist wirklich eine Kategorie, die sehr stark verfolgt worden ist. Und Brandon war ein Operator in der Luftwaffe, in der Air Force, und er war Teil dieses Predator-Programms, also dieses Raubtier-Programms. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass es ging darum, was bedeutet es, die Perspektive zu wechseln, jemanden zu treffen, der vorher in einem System war, mit dem er vielleicht nicht völlig übereinstimmte, aber er hat sich dann eben entschlossen, etwas sehr Mutiges zu tun. Und ich denke, das ist auch ein künstlerischer Akt, etwas Unerwartetes in eine Gesellschaft zu bringen, wenn man ein Whistleblower ist. Und in diesem Fall ging es darum, über Drohnen zu sprechen, also die Drohnenkriege, und wie man eine Veränderung erreichen kann und wie man inspirieren kann, um einen fast dadaistischen Akt und dann vielleicht die Situation umdrehen, unerwarteterweise durch Fehlverhalten. Jetzt springe ich ein bisschen, weil ich muss da an die Kollegin weiter. 17 Conferences. Wir haben bis jetzt 17 Konferenzen geführt. 16, Entschuldigung. Und wir bereiten die 17. gerade vor. Ich möchte nur diese eine erwähnen. Entschuldigung. What is this? Das ist eine technische Störung. Wir gehen da in einen anderen investigativen Bereich. Wir fordern Vorherrschaften heraus. Hier geht es darum, die rechtsextremen Methoden zu verstehen, ihre Infiltrationsmethoden zu verstehen und das Unerwartete in ihnen herauszuholen. Hier sehen Sie den Präsentator, ein schwarzer US-Amerikaner, der gegen den Ku Klux Klan arbeitet schon seit Jahren, der dort die Meinung vertritt, dass man mit denen einen Dialog führen soll. Und es ist eine künstlerische Handlung, dass er in meinen Augen das so gemacht hat. Ich hoffe, ihr hört alle gut. Techniker korrigiert den Mikrofon. Entschuldigung. Dies ist ein gutes Beispiel, wie man in die Kultur etwas Unerwartetes hineinbringt und gleichzeitig etwas, was unerwartet ist. Er claimt, dass er bis zu 200 Leute beeinflusst hat, die im Ku Klux Klan waren, und die er als Schwarzer so beeinflusst hat, dass sie sich umdenken. Das ist die Far-Right-Infiltration in UK. Der Patrick Hamilton, da gibt es auch einen Film, der darüber gedreht wurde. Wir gehen jetzt in den Diskurs auf das laufende Programm. Da wird uns Lücke jetzt ausstellen. Wir sind ganz kurz vorstellen die Konferenz, und dann überlasse ich an Lücke.
Also der Titel ist die Kunst, Ungerechtigkeit zu enthüllen. Es geht um verschiedene Realitäten. Und wie Sie am Titel, wie ihr schon am Titel sehen könnt, wir wollen wirklich bloßstellen, wie die Macht ihre Macht missbraucht und wie Ungerechtigkeiten geschehen und wie man sie eventuell auch. Da gibt es auch ein Community-Programm. Mein Name ist Leke Plucher. Ich bin seit einem Jahr, also am Anfang dieses Jahres, beim Lab dabei. Wir haben dort auch schon ein Community-Programm gemacht. Wir haben gefunden, das ist ein sehr gutes Mittel, mit Outsidern vom Lab weiter kommunizieren zu können. Das ist einer der Gründe, warum ich ins Lab gekommen bin. Was wir tun, ist, wir haben bis jetzt schon 16 Konferenzen gehabt, wie Gianna schon gesagt hat. Und wir wollen Öffentlichkeit aufbauen für die Speaker, die dort auftreten, für die Themen, die dort auftreten und dann auch für die Themata, die nebenbei behandelt werden. Wir haben gefunden, dass es sehr wichtig ist, dass wir das mit der Community uns umherum tun können. Das ist vielleicht die bessere Methode, als einfach immer noch größere Konferenzen zu machen. Und diese Informationskampagne sollte auf eine regulärere Basis gestellt werden. So machen wir Meetup-Konferenzen vor und nach den jeweiligen Veranstalten. Also bevor es passiert, da geben wir vorab Informationen an die Berliner Community, damit sie auch informiert sind und sich vorher rechtzeitig einbringen können. Das ist sozusagen ein ongoing sharing Programm. Wir werden da jetzt ein bisschen herzeigen. Das hat schon vor 6 Monaten begonnen. Tatjana wird jetzt die erste Konferenz, die wir heuer vorgestellt machen. Die erste Konferenz, die wir heuer gemacht haben, Dunkle Häfen. In der Konfrontation zwischen verborgenem Geld oder Schwarzgeld und Macht. Die Idee dahinter war, die inneren Mechanismen des Finanzsystems zu studieren und wie auch die Disruption sogenannter Offshore-Companies funktionieren kann. Die Panama Papers waren da ein Anlass dazu, aber ein bisschen Zeit, auch dank eines Whistleblowers, und die Folgen dieses Aktes sind immer noch sehr spürbar innerhalb der Gesellschaft. Unser Format ist übrigens normalerweise in 2 Tagen eine Präsentation, ein Panel. Manchmal versuchen wir das System auch ein bisschen zu ändern, aber wir versuchen es bewusst nicht zu groß machen. Wir haben tadellos super Beteiligung, aber wir wollen lieber kleiner bleiben und uns auf die bestimmten Leute fokussieren, die wir einladen, deren Mut und deren Arbeit besonders beispielhaft für das ist, was wir wollen. Das ist Pelli und Unke, die wissen nicht so viele Leute kennen sie. Die ist aber sehr wichtig gewesen, weil sie war im Gefängnis in der Türkei dafür. Und wir müssen bei der Gelegenheit auch die Journalisten respektieren oder einbinden, die auch ein Teil des Whistleblowing-Prozesses sind, weil sie versuchen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen und dafür ganz bewusst persönliche Nachteile, Verfolgung, Unterdrückung, Gefängnis in Kauf nehmen. Wir haben ein großes Programm über diesen Diskurs, mit einem Diskurs drüber gebracht, wie man investigativen Journalismus besser beschützen kann. Und das war die erste Konferenz dieses Jahres im April. Dann haben wir unser Community-Programm um dieses Programm herum begonnen. Also das war die erste
das Meetup hat auch dasselbe Thema gehabt, Exposing Secret Connections, also das Aufzeigen geheimer Verbindungen. Was wir gemacht haben, wir haben das Local Chapter von Transparency International Deutschland eingeladen, eine NGO, die auch in Berlin sitzt. Entschuldigung. Und wir haben uns angeschaut, die arbeitet natürlich in der gleichen, im gleichen Bereich wie wir. Und es war sehr interessant. Sie haben also auch Volunteergruppen, lauter Freiwillige. Und wir haben verglichen, wie sie arbeiten, wie wir arbeiten. Und das war sehr aufregend. Wir haben natürlich auch immer die Einladungen durchgeführt, dass wenn jemand tatsächlich praktisch mitarbeiten will, dann kann er sich bei denen anschließen. Dann gab es noch ein zweites. Das war die Starter Open Data Directory, Opening Company Data. Die ist eine Datenbank mit Daten über Unternehmen, wo Leute Informationen über Unternehmen finden können. Das ist in Deutschland jetzt online. Und damit kann man wunderbar zusätzliche Informationen einholen bei Recherchen, auch für Journalisten über Korruption. Und wir haben präsentiert, wie man damit umgehen kann und wie man damit arbeiten kann, als sozusagen Aufwärmpräsentation für das Meeting. Nach dem Meeting, damit wir uns auseinandersetzen, was denn auf dem Meeting selber passiert ist, haben wir noch einen Speaker der Konferenz, Friedrich Lindenberg, von CCCP Data eingeladen, damit wir uns anschauen können, wie man in die Daten tiefer eintauchen kann, sozusagen, wie man gröbere Schlüsse ziehen kann, tiefere Einsichten, wie man mit den einzelnen Daten tatsächlich arbeiten kann unter bestehenden Datenbanken. Es war eine schöne Einführung in das Thema und wir haben natürlich ein Art Directive hat ein wunderbares Workshop gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Panama Papers und welche Spuren im Alltag zu sehen sind, dann gehen Sie zu dieser Website oder gehen Sie, da gibt es eine App dazu. Du kannst grundsätzlich alle Adressen, die in dieser Database enthalten sind, kannst du dann in der Real World sozusagen sehen. Du kannst sozusagen spazieren gehen, dort wo du bist und schauen, wo die ganzen geheimen Firmen sitzen oder die Briefkastenfirmen. Also in der reichen Hälfte von West-Berlin haben wir schon einige Spuren gefunden. Und das Workshop war natürlich limitiert, was sehr leider. Wir hätten viel mehr Leute. Und deshalb haben wir beim Community Meetup anschließend das Workshop nochmal wiederholt, damit auch andere Leute gerade in Berlin das in Berlin selbst erleben können, mit dieser App arbeiten. Das ist die nächste Konferenz, die letzte, die wir gemacht haben im Juni. Das sind die Artificial, also Automation and Discrimination. Das ist die Fallen der künstlichen Intelligenz. Wie künstliche Intelligenz bestehende Vorurteile und Ungleichgewichtungen verstärkt. Das gilt natürlich besonders für diskriminierte Minderheiten, geschlechtliche Orientierung, Volksgruppenzugehörigkeit und ähnliche Dinge. Wir haben das ist das Final Panel, das wir da gehalten haben. Das ist das besonders über die Politik der künstlichen Intelligenz und ihren Einfluss auf das gesellschaftliche Denken. Der Speaker wird dabei Oskis und Daya Kalale und Mark William. Die haben auch aufgezeigt, dass die künstliche Intelligenz kann mich einfach verändern. Wir müssen den Ansatz, mit der künstliche Intelligenz gemacht hat, verändern. Wir müssen uns mehr des Kontexts bewusst sein, in dem künstliche Intelligenz arbeitet und wie Diskriminierung, vor allem Gender Discrimination, durchschlägt.
wie sich die sozusagen unsere eigenen Vorurteile und geistige Voreinklassifizierungen in unseren Programmen niederschlagen. Ja, wir haben vor allem rassische Diskriminierung. Also alle unsere Talks sind online, ihr könnt die alle dort finden. Transgender queer connection. We also wegen dieser Transgender und queer Connection haben wir beschlossen, das Ganze nochmal zu aktualisieren. Wir haben aus Berlin das Xeno Entities Network eingeladen. Die waren sehr interessiert, die Queer and Gender Studies mit ihrer Verbindung in Technologie. Wir haben eine Nacht organisiert. Die Bedrohung von künstlicher Intelligenz an queer bodies, also an queer and trans community. Im State Studio, das ist unser Space, wo wir unsere Meetups machen, hatten wir ein Nachttreffen, da sitzen wir und diskutieren das. What are the counter-mechanisms and was könnten wir für Gegenmechanismen ergreifen? Wie könnten wir uns schützen? Was müssen wir vorab tun? Dann war die Konferenz. Die Konferenz hat gelautet, wir wollen die Zukunft umändern. Und das war das Thema der Meetup. Anschließend, was können wir gegen dieses Problem der künstlichen Intelligenz? Dann haben wir vom Open Schuhfabrik jemanden eingeladen und das Oracle for Trans Feminist Technologies, das sind also Coder. Es war ein schönes Meetup hier und einer der Beteiligten hat dieses Sketch hier dann getwittert. Also, wenn ihr das wollt, könnt ihr das auch auschecken. Das ist ein Programm, das gab es im letzten Jahr. Ihr, die alle Deutsch seid, wisst genau, was die Schufa ist. Das ist so eine Kreditauskunft. Also, was immer du willst, wenn du dir ein Geld ausborgst oder eine Miete was, oder musst du immer eine Schufa-Auskunft holen, weil sonst... Das wird aber kalkuliert durch einen total undurchsichtigen künstlichen Intelligenz-Algorithmus. Und da gibt es eine Kampagne dagegen, wo die Leute ihre Schufa-Daten hergegeben, damit man eventuell durch Reverse Engineering diesen Algorithmus etwas näher darstellen kann. Also wie gesagt, ihr sollt möglichst mitmachen, dort eure Daten dazu beisteuern oder sonst irgendwie mitarbeiten. Ja, und die nächste Konferenz, die wir vorbereiten, zu der ihr alle eingeladen seid, heißt Citizens of Evidence. Und wir verbinden uns hier wieder mit dieser Diskussion über Whistleblowing, aber wir möchten auch reflektieren, wie das Konzept des Whistleblowing mit der Zivilgesellschaft verbunden werden kann. Also wie können Menschen die Fakten durch Fakten ermöglichen, dass Fehlverhalten aufgedeckt wird, entweder selbst oder in Zusammenarbeit mit JournalistInnen, mit Forscherinnen, AktivistInnen oder selbst AktivistInnen sein. Also Citizens of Evidence, wie gesagt, verbindet sich wieder mit diesem Diskurs über die Vorstellung, wie man das Whistleblowing in die Gesellschaft übertragen kann. Und was wir im Moment vorbereiten, ist also so ein Programm, das tatsächlich großartige Sprecherinnen und Sprecher enthält. Den Sohn von Daphne Caruana Galizia, dem Journalisten, der einem Attentat zum Opfer fiel in Malta, die Journalistin, die, es geht um die Analyse dieser Dinge im Zusammenhang mit den Panama Papers, diese Verbindung wollen wir herstellen. Und wir haben Leute, die mehr sich an den Graswurzeln orientieren und die entsprechende Bewegung analysieren. Wir haben also unter anderem eine mit einem großen Kollektiv,
Under the name of von Autorinnen, die ein Buch er wird über das Val di Susa Bewegung sprechen. Das ist eine besondere Gruppe. Das ist die Hochgeschwindigkeitszugverbindung von Mailand nach Lyon in Frankreich. Und das ist die Gruppe, die dagegen kämpft. Das gibt ein paar wichtige Argumente und wichtige Diskussionen, um zu sehen, dass diese Bewegung war auch relativ erfolgreich. Die Zuglinie ist bis dato nicht gebaut. Around all this plan. Und haben wir genau beleuchtet, was sich da drumherum entwickelt hat um diese Bewegung. Und es geht darum, was für Einwirkungen das hat auf die ganze Gegend. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Inhalt erzählen, ihr könnt online gehen und sich das alles anschauen. Ich lasse dir dieses Workshop. Wir haben zu diesem ein Community Meetup mit einem Workshop, mit einem letzten Tag verbunden. Das ist Fliegen in Berliner Luft. Es wird wirklich aufregend sein. Es geht um den investigativen Journalist Manuel Freudentaff und einen Hacker namens Sector 035. Die werden uns zum Tempelhofer Feld nehmen und uns dort zeigen, was sich im Himmel alles abspielt. Und da geht es darum, das Allure-Projekt, und das geht es darum, dass die Flugzeuge von Diktatoren, die Privatflugzeuge, die kann man verfolgen, die haben alle Transponder und dann muss man sie einfangen und das kann man darstellen. Da gibt's ganz lustige Open Source Intelligence Programme und das gehen wir auch zum Supermarkt, ein genialer Art Space in Berlin. Emmanuel wird auch an der Konferenz reden. And yeah, to warm up for all of this. Das ist das Warm-up für all das, für den September. Am 4. September wird das alles stattfinden in Berlin. Wenn ihr Berlin besuchen wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Es gibt ein vorbereitendes Meeting, eigentlich ein Workshop, wie man ein Self-Hosted File Distribution System aufsetzen kann. Und wir werden mit den Radical Networks Leuten zusammenarbeiten. Letztes Jahr haben die auch in Berlin, heuer in New York, ihre Konferenz gehalten. Als politisches, aber auch als artistisches, als künstliches Medium. Das Internet als freie Ausdrucksforum. Da machen wir dann ein Hands-on-Meeting, damit die Leute sehen können, wie sie ihre eigene Open Source Netcloud aufsetzen können als File Distribution System und wie das mit ihren kleinen Raspberry Pis und Wi-Fis geht. Haben wir 3 Stunden angesetzt. Ihr seid herzlich eingeladen zu kommen und mitzumachen. Und ihr wollt sicher auch wissen, was in der Konferenz genau passiert. Wir haben einen ganzen Haufen Flyer. Die Sarah Grant und Dana Vasiljev, by the way, werden sie halten. Und ihr könnt nachher hier die meisten Flyer nehmen und euch genau informieren. Wie gesagt, was auf den Flyern nicht steht, steht online. Wir kommen nun zum Schluss. Ich will eigentlich 2 Sachen sagen noch. Es ist nett, diesen Talk zu beenden, indem wir ein geniales Video zeigen. Diese Videoinstallation, Verzeihung. Die Chelsea Manning-Installation, die während unserer französischen Konferenz stattgefunden hat. Der Mustafa Basan muss ich auch noch erwähnen, sein großer Name. Keep fighting, also haltet den Kampf aufrecht. With a little reflection of
Und ich will eine kleine Überlegung als Ende stellen. Es ist manchmal sehr fad, wenn man über Kultur und Verbindungen in die Kultur hineinspricht, aber wir lieben es, Punkte zu verbinden. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir jetzt in der Politik und der Gesellschaft erleben, wird unsere Kultur und auch unsere Technologie in der Zukunft beeinflussen, und auch die politische Rechte wird in die Idee eindringen, und das werden Culture Wars, werden sich dann auch entwickeln, und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und das herausarbeiten, und wir sollten alle gemeinsam zusammenarbeiten. Es geht nicht, dass die Leute irgendwo hier codet einer und dort macht irgendeine Kulturarbeit. Wir sollten sie verbinden. Wir hoffen, dass wir ein nächstes Mal ein Forum von 100.000 Leuten haben, die die Weltkultur beeinflussen wollen. Lass mich noch, möchte noch unser großartiges Team erwähnen. Jonas Franke, Nada Berger, Monty. Manche von ihnen sind jetzt hier auch am Camp. All of you, and I think we are done. Yeah. We can. Wir sind over mit unserem Talk. Der ist jetzt einmal zu Ende, und wir nehmen jetzt gerne Fragen entgegen. Thanks a lot. Ja, vielen Dank. Danke für unsere wunderbaren Rednerinnen. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Anybody? Irgendjemand? Is there a question from the Gibt es Fragen aus dem Internet? Nein? No questions. Keine Fragen? Sie wollen alle in den See und baden gehen. Ich denke, da gehen wir jetzt auch hin. Ja, beenden wir das Ganze mit einer letzten Runde Applaus für unsere beiden Rednerinnen. Danke auch fürs Zuhören. Ihr habt die deutsche Übersetzung gehört von Sebalit.